Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zur dritten Folge der FIFA 19 Player Prediction. Ja, heute geht's weiter. Wir haben wieder einige geile Spieler am Start. Einen, den ihr unbedingt von mir sehen wolltet, und zwar ist das Ante Rebic. Saison seines Lebens bei Eintracht Frankfurt hat er hinter sich. Aber bevor wir zu dem kommen, Freunde, lasst auf jeden Fall erstmal einen Daumen nach oben da. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spieler ihr für die nächste Folge sehen wollt. Denn ich finde das immer ganz geil, da so ein bisschen mit euch zu interagieren. Zu sagen, okay, den Spieler haben wir, wollen wir sehen. Und ja, dann kann ich den auch gerne dran nehmen. Ich würde sagen, wir fangen aber jetzt erstmal an mit Neymar. Ja, ein Spieler, der wohl meistgehasste, meistgeliebteste, wie auch immer. Also es ist so ein Ding, entweder man hasst ihn oder man liebt ihn, glaube ich. Weil seine Art und Weise, wie er halt spielt, wie er viel mit Schwalben spielt, ist halt so eine Sache. Viele hassen ihn dafür. Also, ich kann es auch verstehen, aber man muss auch ihn verstehen können. Er wird sehr, sehr viel gefoult. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, wenn man in seiner Haut steckt. Klar, dieses ganze Theater und Drama bin ich kein Freund von, aber man muss natürlich jetzt mal auf seine fußballerischen Qualitäten kommen, und da hat er in der Ligue 1 komplett rasiert. In 20 Spielen 19 Tore, 13 Vorlagen, Marktwert immer noch von 180 Millionen, hat auch diverse Special Cards bekommen, einen TOTS, er hat den Player of the Year, glaube ich, in der Ligue 1 bekommen, und bei der WM hat er auch gut gespielt, muss man sagen. Klar, Drama, Theater, hört man direkt oder denkt man direkt, wenn man von Neymar spricht. Aber Freunde, seine fußballerischen Qualitäten darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und ich finde, so auf links außen ist er schon mit Hazard auf jeden Fall Nummer 1. Klar, Ronaldo ist natürlich momentan, spielt mehr als Stürmer. Aber so als richtiger linker Flügel würde ich schon sagen, Neymar natürlich ein kranker Typ. Wenn er denn mal dieses ganze Theater und so sein lassen würde. In FIFA 19 würde ich ihm aber eine 92 geben. Ich würde da weder ein Upgrade noch ein Downgrade machen. Klar, er hatte eine super Saison, aber für 93 finde ich, reicht das nicht so ganz. Also ich würde ihn so auf eine Stufe mit Hazard vom Rating her auf jeden Fall ansiedeln. Aber da könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, würdet ihr Neymar ein Upgrade geben, ein Downgrade? Was haltet ihr von seinem ganzen Drama, wie er da die ganze Zeit Faxen macht? Also ich muss sagen, mein Ding ist es nicht. Lieber einfach Fußball spielen. Okay, das war es jetzt soweit von Neymar. Wir kommen jetzt zu Jerome Boateng. Und ja, das ist halt immer so eine Leidensgeschichte mit dem, finde ich. Viel verletzt immer bei der WM, nicht wirklich gut gespielt. Ist halt auch schwierig, er ist wirklich eigentlich so gut wie jede Saison immer verletzt. Wird jetzt momentan mit Paris in Verbindung gebracht, wobei ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, dass er wechselt, weil ich schon gehört habe, dass er da nicht Priorität Nummer 1 als Transferziel von Paris genießt. Ja, ist halt so eine Sache. Die haben natürlich auch mit dem Financial Fair Play zu kämpfen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er wechseln wird. Aber Paris, wer weiß, bei denen weiß man nie. Auf jeden Fall war es jetzt nicht so seine beste Saison. Klar, viel verletzt, hat ein Tor gemacht in 19 Spielen, zwei Vorlagen, hat in FIFA 18 einen Inform bekommen. Und ja, zählt auf jeden Fall nicht mehr zu der Weltklasse-Kategorie für mich und auch nicht mehr zu den besten Verteidigern wie vor einem Jahr oder vor zwei, drei Jahren vielleicht noch. Deswegen in FIFA 19 ein Downgrade auf 86, klar, ist hart. Aber ich finde, dass das auf jeden Fall gerechtfertigt ist. 85 kann ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht sogar noch eine 87, aber ich denke mal 86 passt eigentlich. Defensive minus 2, Physis minus 1, und dann sollte das eigentlich so ungefähr passen. Aber da würde mich auch, wie gesagt, sehr eure Meinung interessieren. Und dann geht's weiter mit Bonucci. Der ist im Gespräch mit Juventus, dass sich da so ein kleiner Spielertausch anbahnt. Juventus soll ja eventuell Caldara abgeben, und der ist natürlich so ein richtig junges Talent. Ich glaube, 24 ist er, hat eine super Saison hinter sich. Bonucci nach dem Wechsel von Juve zu Milan, ja, war nicht ganz so geil, muss ich sagen. Hat alle Spiele so gut wie alle gemacht, 35 Spiele, zwei Tore. Gut, als Innenverteidiger ist natürlich das nicht das Hauptziel, aber es war auch nicht so unbedingt seine Saison, muss man einfach sagen. Ich würde auf jeden Fall in FIFA 19 ein Downgrade geben, auch auf der Tatsache basierend, dass er, glaube ich, in Head-to-Head schon ein Downgrade hat. Ich würde ihm eine 86 geben. Ich finde, das ist genauso wie mit Boateng. Vor zwei Jahren absolute Weltklasse, vielleicht sogar noch vor einem Jahr. Er hat auch jetzt einen Toti bekommen gehabt. Aber diese Saison war einfach nicht unbedingt so seine. Defensive minus 2, ansonsten vielleicht Tempo noch minus 1, aber das wäre jetzt mal so ungefähr, ja, meine Denkensweise. Und ich glaube, was Juve da macht, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Er ist auf jeden Fall, er kennt Juve, er hat lange Zeit da gespielt.
Und wenn du dann Chiellini und Bonucci hast, klar, Bonucci wäre so vom Alter her wieder ein Rückschritt, aber wenn man den noch zwei, drei Jahre, kann er bestimmt noch auf ganz gutem, wenn nicht sogar auf sehr gutem Niveau spielen. Und ich glaube, Juve will einfach jetzt in dieser Zeit dann auch mal die Champions League gewinnen. Von daher, ja, muss man schauen, was Juve da macht. Let's go! Antoine Griezmann ist der nächste Spieler. Und ja, der ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler. Ich finde ihn mega sympathisch, cooler Typ. Hat auf jeden Fall auch sehr rasiert. Marktwert 120 Millionen, 19 Tore, 9 Vorlagen. In der Champions League hat er auch gut rasiert. Bei der WM natürlich auch mega Star bei Frankreich. Hatte einen großen Anteil vorne im Angriff, dass sie den Titel geholt haben. Und ja, deswegen in FIFA 19 würde ich ihm auch auf jeden Fall ein Upgrade auf 89 geben. Ich finde, das ist eigentlich so ein ganz gutes Rating, wenn man denkt, okay, was hatte ich, glaube ich, Lukaku 87, 88 gegeben, aber da finde ich jetzt Griezmann auf jeden Fall nochmal so eine Stufe drüber. Tempo plus 1 auf 87, ich finde das voll geil, wenn er noch ein bisschen schneller wäre. Schuss plus 1 auf 86, Passen plus 2 auf 80 und das ist einfach nur ein Hammer-Typ. Let's go! Nächster Spieler, Gonzalo Higuain, auch ein Gerücht. AC Milan und Juve sind ja momentan so ein bisschen am Verhandeln, am Tauschen. Bin ich mal gespannt, ob er wechselt oder nicht, weil Milan natürlich jetzt auch nicht so viel Cash hat, aber die machen das ja alles da schon irgendwie. So, seine Bilanz war in dieser Saison nicht ganz so gut, sein Marktwert sank auch auf 55 Millionen, hat nur 16 Tore und 7 Vorlagen gemacht, da hatte er schon deutlich bessere Saisons. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren hat er sogar über 30, 35 Tore geschossen. Baut also in der Hinsicht ein bisschen ab, hat aber wie gesagt auch eine TOTS-Karte bekommen, viele, viele Inform-Karten. Aber dennoch würde ich ihm in FIFA 19 ein Downgrade auf 88 geben, denn ja, ich finde, wenn man jetzt mal schaut, so ein Griezmann ist da doch wesentlich stärker. Und ich weiß nicht genau, was bei Argentinien abgeht, aber gespielt hat der ja auch nicht wirklich. Klar, die haben natürlich super Angebot vorne im Sturm, aber Gonzalo Higuain wird natürlich auch nicht jünger. Deswegen finde ich da eine 88 auf jeden Fall angemessen. So, wir kommen zum nächsten Spieler. Gabriel Jesus hat auch eine sehr, sehr gute Saison hinter sich. 13 Tore, 4 Vorlagen, wenn man überlegt, er spielt ja nicht immer jedes Spiel, denn Agüero ist da vorne eigentlich schon gesetzt. Ich finde, Pep Guardiola macht das sehr gut, dass er mal den spielen lässt und Jesus auf jeden Fall ein mittlerweile nicht mehr unbedingt Talent, aber Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall ein guter Typ, ja. 85 würde ich ihm in FIFA 19 geben. Das, denke ich mal, ist ein ganz gutes Rating. Hatte das ja auch beim World Cup-Modus. Tempo plus 1 auf 88, Schuss auf 83 hoch, Passen auf 74 hoch. Dribbling, finde ich, passt, genauso wie die Physis. Und Defensive geht mir am Arsch vorbei. Auf jeden Fall Jesus, Hammer-Typ für die Zukunft für City, wenn Agüero denn irgendwann mal nicht mehr so auf dem Level ist. Denn er ist ja, glaube ich, auch schon 30 um den Dreh. Und ja, Jesus auf jeden Fall, dem gehört die Zukunft bei City. Harry Kane ist der Nächste, auch genannt Hurricane, denn der schießt einfach vorne die Tore wie kein anderer. 30 Tore hat er in der letzten Saison geschossen und es gab so viele, die mal gesagt haben, ja, Harry Kane, One Season Wonder, also der macht nur in einer Saison, spielt er gut und dann nichts mehr. Aber genau das Gegenteil, seit 3 Jahren oder so macht er schon seine 25 Tore. Einfach nur krank, wie der die Dinger rein hat, auch bei England. WM-Torschützenkönig ist er, glaube ich, geworden. So viele Dinger gemacht. Einfach nur ein Bombenabschluss. Hat Tots, Toti alles bekommen. Marktwert von 150 Millionen. Also das wäre nochmal so ein Spieler, wo ich sage, okay, Real Madrid, schaut euch den mal an. Wieso nicht? In FIFA 19 würde ich ihm eine 89 geben. Das, denke ich mal, ist auf jeden Fall ein vernünftiges Rating, wenn man so mal überlegt. Griezmann und Harry Kane. Klar, schon ein bisschen anderer Spielertyp, aber ja, Harry Kane, auf meiner Meinung nach würde ich ihn schon irgendwie so auf, ich würde ihm eine 89 geben. Was würdet ihr ihm geben, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Tempo plus 1, Schuss plus 1, denn 90 sollte das schon sein. Und ja, ist auf jeden Fall nicht unbedingt mein Spielertyp, aber der macht die Dinger rein, Freunde. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Spieler. Und das ist der Spieler, den ihr unbedingt haben wollte. Das ist Ante Rebic. Der Typ hat einfach nur komplett rasiert bei der WM. Sein Marktwert beträgt mittlerweile 30 Millionen. Ich glaube, vor einem Jahr lag der noch bei 2,5 Millionen oder so. Also der hat wirklich eine starke Saison hinter sich. 6 Tore, 3 Vorlagen. Hat aber auch wichtige Tore gemacht. Zum Beispiel die 2 im DFB-Pokalfinale gegen Bayern. Das darf man nicht vergessen. Hat nur eine Man-of-the-Match-Karte bekommen. Aber ja, der ist auf jeden Fall ein interessanter Mann für die Zukunft. Ich finde auch ein sehr interessanter Spielertyp, denn der reißt sich den Arsch auf, kann rechts spielen, kann links spielen, kann aber auch im Sturm spielen. Also der ist wirklich interessant und ich glaube, Bayern war auch dran, aber
Ich glaube nicht, dass sie ihn holen werden. Aufgrund seiner ganzen Leistungen, auch bei der WM, wo er wirklich stark gespielt hat, würde ich ihm FIFA 19 eine 81 geben. Und jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Werten. Ich finde, 78 Tempo passt überhaupt nicht. Der Typ ist mega schnell, deswegen muss es da ein Upgrade geben. Auf 90 würde ich sagen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, vielleicht kann es auch 86, 87, 88 sein. Aber 78 kann ich euch nur sagen, ist definitiv zu wenig. Ich würde ihn beim Schuss auf 79 hoch upgraden, Dribbling auf 82 hoch, denn 75 finde ich ist da überhaupt nicht gerechtfertigt, da kann er schon ein bisschen mehr am Ball. Physis plus 4, Passen plus 3 und dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Karte für FIFA 19 in den Teams für den Anfang. Und ja, Freunde, jetzt kommen wir auch, glaube ich, schon zum letzten Spieler und zwar ist das Raphael Varane. So, der Typ, einfach nur einsame Spitze bei Real mittlerweile gesetzt. Marktwert von 80 Millionen, hat in der Liga kein Tor gemacht, eine Vorlage, ist aber auch nicht so wichtig. Er hat sehr, sehr viele Special Cards während der WM bekommen, denn da bei Frankreich einfach nur eine Bombe in der Innenverteidigung mit Umtiti, hat da wirklich alles sauber gehalten. Und ja, deswegen muss es meiner Meinung nach einer guten Saison auf jeden Fall auch ein Upgrade auf 86 geben. So, und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Boateng, dann würde ich einfach sagen, Boateng ist momentan nicht auf einem Level von Varane unbedingt, weil der einfach in einer richtig guten Form ist. Das Ding ist aber, ein Boateng hat schon so viele Jahre lang Leistung gebracht, der ist einfach insgesamt vielleicht auf einem anderen Level irgendwie noch. Aber das ist halt echt schwierig zu sagen. Aber ich finde 86 für Varane auf jeden Fall gerechtfertigt. Tempo muss auf jeden Fall hoch auf 84, denn da, der ist scheiße schnell. Passen plus 5 würde ich ihm auch nochmal geben, denn 61 ist da auf jeden Fall zu wenig. Ich habe mich da so ein bisschen auch noch an Head-to-Head, an den Upgrades orientiert. Defensive plus 1, Physis plus 3 und das ist auf jeden Fall heftig. Diese Karte, krank, wird glaube ich in FIFA 19 komplett von jedem gespielt werden. Und ja, Freunde, dann war es das soweit von dieser Folge. Ich glaube, dass wieder einige von euch hier so ein bisschen meckern werden. Ey, was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Aber Freunde, es ist wirklich bei vielen Spielern nicht einfach, zum Beispiel bei einem Rebic, bei einem Bonucci, Boateng, das sind so Spieler, da kann man nicht unbedingt genau wissen, was EA da macht, aber gebt jetzt euren Senf dazu in den Kommentaren, lasst einen Daumen nach oben und dann war es das soweit von mir. Macht's gut, haut rein und ciao!